Du hast recht, Polly. Dieses Gold sieht wirklich besser aus als das vorherige. Wow. Ups, habe ich Gold gesagt? Ich meinte natürlich Silber. Bitte versammeln Sie sich im Ballsaal, bis es Zeit wird für die Hochzeitszeremonie, die an Deck stattfinden wird. Oh, Bella, das Lädelten-Dreieck liegt direkt vor uns. Mach dich für Mega-Skurrilitäten bereit. Ach, das ist nur alberner Aberglaube. Das Skurrilste, was es hier gibt, bist du. Danke. Und hey. Groß und klein und groß und klein und Großschleife und klein und Großschleife. Und klein. Und Großschleife. Wir wollten doch immer schon Ziegen-Yoga ausprobieren. Wie wär's, wenn wir es ohne Ziegen und ohne Yoga ausprobieren? Was ich meine, ist tief durchatmen. Okay? Für sowas habe ich keine Zeit, Layla. Es ist noch nicht alles perfekt. Und groß. Und klein. Und groß. Und klein. Was ist denn jetzt? Hab ich doch gesagt. Schnell, sehen wir nach, ob mit der Deko alles in Ordnung ist. Und wenn wir schon da sind, können wir noch mal fegen. Heilige Riesenmakrele! Entweder können Makrelen so groß wie ein Minivan werden, oder ich habe das ganze Schiff geschrumpft! Du hast das Schiff geschrumpft. Und seit wir den Autopilot haben, um das Teil zu steuern, mache ich fast nichts, außer diese Mütze zu tragen und mich Kapitän zu nennen. Hey, alle zusammen! Tut mir leid, wenn ich störe, aber lasst uns doch alle nach unten gucken, weil... Nach unten gucken bei einer Schiffshochzeit eine Pocket-Familientradition ist. Das ist auch Tradition, dass bis zur Zeremonie alle reingehen, weil... Häppchen! Oh, das klingt gut. Schnell, alle wieder rein und schön nach unten gucken, der Tradition wegen. Puh, das war knapp. Na gut, Schiff, bringen wir dich wieder auf Normalgröße. Und Großschiff!